Hey da Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir spielen in der Kampagne Fall der Bruderschaft Episode 2 weiter. Womit wir jetzt hier starten ist eigentlich total egal, aber ich würde ehrlich gesagt lieber hier am Stadttor. Helft uns, sie zu schließen, ehe die Korsaren uns überrennen. Vermeide es, für eine Runde Schaden zu erleiden, um die Tore zu schließen. Kann ich mir gerade noch nicht so wirklich vorstellen. Aber wenn wir die Kontrolle haben möchten, dann wäre mein Control Mage doch das cleverste. Wenn du die Korsaren lange genug aufhalten kannst, können die Dorfbewohner die Tore schließen. Das ist ja eigentlich eine meiner Spezialitäten. So, wenn du am Ende des gegnerischen Zuges keinen Schaden erlitten hast, gewinnst du das Spiel. Aha. Interessant. Das könnte natürlich ein bisschen schwer werden, ne? Der hat ja ganz, ganz viele Angriffszauber. Ich werde... Upsa. Ich werde Mana einsetzen müssen. Den hier fesseln. Sonst kommt er noch auf die Idee, mit dem hier die hier anzugreifen. Dabei will ich da in irgendeine von denen hier reingehen. Plus zwei, solange sich keine gegnerische Kreatur in dieser Reihe... Okay, ich hätte vielleicht vorher mal lesen sollen. Okay, wir haben beide 50 Leben. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also da bin ich guter Dinge. Vor allem in der sechsten Runde können wir Eissturm spielen und da hat er sowieso gelost. Okay, wir machen das so hier. Dann können wir beide auslöschen. Okay, auch er benutzt ein paar Wächter. Das ist sehr, sehr gut. Okay, versuchen wir mal unser Glück. Oh ja, Gott will es! Gott will es! So, wir könnten noch einen Mana einsetzen, könnten den hier wegrocken. Den rocken wir auf jeden Fall weg. Der kommt da sowieso nicht vorbei, also wäre es gerade jetzt noch Verschwendung in der nächsten Runde, würde ich dann einen Schwarmverteidiger spielen wollen. Deswegen, ich warte erstmal. Zeit für den Kampf. Gebt mir das Geld. Nicht aufgeben. Angriff. Früher war ich ein Abenteurer wie ihr. Der rastet wieder komplett aus. Oh Mann, wir haben nur noch 25 Leben. Okay. Ja, natürlich. Machen wir das so, dann ist der hier schon mal weg. Mit dem Feuerblitz können wir den hier wegrocken. So. Dann machen wir sowas hier und verteidigen uns. So, wenn ich jetzt noch eine Verteidigung auf der linken Seite hinbekomme, dann sieht es für ihn schlecht aus. Okay. Das ist der pure Aggro. Okay. Den kann ich auf jeden Fall auslöschen. Ich kann sogar ein bisschen reingehen. Bam, bam. So, da kommt er nicht durch, aber unsere Verteidigung würde fallen. Also würde ich den gerne hier mal auslöschen. Und bei der ist es ja nicht so wichtig, von daher... baue ich erstmal die rechte Seite auf. Und wenn er jetzt eine Kreatur spielt, die jetzt nicht unbedingt Sturmangriff hat, dann kann ich es immer noch mit dem durchdringenden Speer... ja, okay. Hat sich sowieso erledigt.
Das war gar nicht mal so schwer. Jawohl, neue Karten. Korsarenschiff. Dauerhaft. Beschwörung. Beschwöre einen 1-1er Korsaren. Wenn du eine Kreatur beschwörst, rüste sie mit einem Stahldolch aus. Ja, wieso nicht? Das ist eigentlich ganz gut, vor allem 4 Magicka. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Meine Kleine sitzt draußen fest. Könnt ihr sie retten? Sie trägt eine rosafarbene Schleife. Dann werden wir uns direkt mal ums Kind kümmern, Der hä? Agent suchte nach der verschwundenen Kleinen und erkannte, dass sie nicht das war, was er erwartet hatte. Beschütze das Schwein. Es geht wieder ums Beschützen, also Control Mage. Ahoi! Das da? Achso. Wir müssen also ein Schwein beschützen. Da ist sie, mit der rosa Schleife. Beschütze das Schwein der besorgten Bürgerin um jeden Preis. Durchdringenden Speer packen wir noch weg. Das soll ruhig später mal aufploppen. Okay, sie darf, schätze ich mal, nicht sterben. Immun gegen Verstummen läuft. Am Beginn deines Zuges möglicherweise davon, letzter Atemzug, du verlierst. Möglicherweise davon. Okay, eine kampflustige Spinne. Okay, noch kann ich. Ich könnte den hier fesseln. Wäre wahrscheinlich clever. Also, so wie ich es jetzt verstanden habe, können wir das Schwein abhauen und einfach in einer anderen Runde wiederkommen, wenn wir es am wenigsten brauchen. So stelle ich mir das vor. Okay, da können wir schon mal reingehen. Das Schwein ist dann schon mal ganz gut beschützt. Nein. Aber wir haben ja noch eine Chance. Der gemeine Kobold. Ritter der Stunde. Jawohl, also die haut quasi einfach nur auf die andere Seite ab. So, das war auch mein erster Gedanke. Jetzt Okay, habe ich da euch. können wir auf jeden Fall reingehen. Dann können wir hier noch ein Dann mal los. bisschen was aufbauen. Oh, mein Glück ist mir nicht hold. Okay, der Ritter der Stunde. Schon richtig coole Karte. Wächter, Beschwörung, Prophezeiung. Er hat einfach alles. Und drei Gesundheit bekommen wir durch ihn. Okay. Der muss weg. Der muss ganz eindeutig weg. Okay. Jetzt habe ich euch. Das, hinrichten und reingehen. Das ist mir zu krass. Jetzt habe ich euch. Der macht sonst zu viel Schaden. Ist nicht so toll. Okay, machen wir es so. Netter Versuch. Noch einen gefällig? Jetzt habe ich euch. Okay, in der nächsten Runde können wir noch einmal ziehen und wenn es hart auf hart kommt, so wie jetzt, können wir uns auch noch verteidigen. Okay, er möchte sie ja tot sehen. Das müssen wir verhindern. Vorher gehen wir aber mal Jetzt habe ich rein. euch. Ist eigentlich total egal Jetzt mit habe was. ich euch. So, wir müssen den auf jeden Fall erstmal umbringen. Aber hallo. So, er kriegt noch ein bisschen Leben. Da hat er Glück, dass er diese Karte gezogen hat. Okay, wir müssen uns verteidigen. Niemand darf unseren Tempel beschmutzen. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt noch recht schwer wird. So, das sieht sehr schlecht aus. So, die könnte auch mal wirklich ihre Seite wechseln. Blödes Schwein. Na super. Ja, Gott sei Dank. Okay. Schauen wir mal, was wir Schönes bekommen. Oh, Arcano! Der wird, ich meine Ancano, der wird noch sehr, sehr nützlich werden. Wir sparen uns das auf, falls es auf der Seite gefährlich wird. Den können wir mit Ancano töten. Das heißt, den brauchen wir fürs Erste einfach nur zu fesseln.
Nee, die wollte ich mir eigentlich aufsparen. Also fressen wir lieber mal den Schaden. Schutzzauber ist ganz gut fürs Schwein. Und ich... Ich spiele die... Jetzt gerade mal hier rechts noch. Beschütze das Schwein. Und fress dann halt erstmal den Schaden. Dann ist es halt so. So, angreifen tue ich nicht, weil ich möchte natürlich provozieren, dass er da angreift. Genauso wie jetzt. So, wir ziehen wenigstens dann ein paar Karten nach. Die brauchen wir jetzt. Knorpelpanzer-Droik. Wenn Knorpelpanzer-Droik Schaden erleidet und überlebt, ziehe eine Karte. Das ist natürlich clever. So, das Schwein ist wieder in Gefahr. Aber wir haben zermalmender Schlag und Schwarmverteidiger. Das ist schon mal gut. Euer Blut wird spritzen. Da gehe ich hier schon mal rein. Wir verteidigen uns. Wenn ich hier reingehe, könnte ich mit zermalmendem Schlag die Sache hier zu Ende bringen. Was ich aber irgendwie vermeiden möchte, weil ich mit Ancano da sowieso reingehen kann. Das Schlimme wäre aber, ich meine, wenn ich jetzt den Schwarmverteidiger spiele, würde er an ihm zerbersten. Und der würde ein bisschen überleben, aber er müsste mit beiden da erstmal reingehen. Von daher wird das vielleicht der cleverere Zug. Okay. Dann machen wir das doch. Wir könnten ihn aber auch fesseln. Das wäre sogar noch viel cleverer. Wir fesseln den. Und spielen den Schwarmverteidiger. Dann kommt der Typ sowieso nicht durch. Das klingt doch nach einem Plan. Überleg gerade, vielleicht sollten wir noch nicht ins Gesicht angreifen, sonst zieht er sowieso noch mehr Karten nach. Das wollen wir eigentlich vermeiden, weil wir die komplette Kontrolle übernehmen wollen. Deswegen werde ich da erstmal nicht angreifen und lieber auf Verteidigung gehen. So, fesseln. Und jetzt gucken wir mal. Ich will erstmal das komplette Board irgendwie voll bekommen, also die komplette Kontrolle. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Okay. Die geht da wieder hin. Dann werde ich dieses blöde Ding wohl töten müssen. Okay. Hier kann ich das hier machen. Hier kann ich da reingehen. Ancano kann jetzt auch ein paar Sachen machen. So, ich töte den hier vorher, weil meine... Ich töte den erstmal. So, Ancano kommt auch mal zum Zug. Okay, machen wir es so. So, durch ihn haben unsere Aktionen... durchbrechen. Okay, das sieht jetzt echt schlecht aus. Der haut nämlich richtig raus. Okay. Zermalmender Schlag. Auf jeden Fall da rein. Damit der Typ immer weg ist. Und den Schwarmverteidiger... links. Wir werden uns darum kümmern. Okay. In der nächsten Runde sieht es dann ganz gut aus, da wir den Manticore spielen können. Und der Manticore macht dann auf jeden Fall Sachen. Also dann sieht es richtig gut aus für uns. Denn er hat jetzt sowieso alle seine Kreaturen rausgehauen. Der will jetzt all in gehen.
Okay. Ich könnte mit dem Manticore. Den hier töten. Wir fressen halt durch den dann sowieso zwei Schaden, wenn er reingeht. Aber dann ins Gesicht. Also würde ich. Ist eigentlich total egal, wen wir töten. Ich kann auch hier reingehen, der ist so oder so tot. Dann könnte ich den mit dem Manticore töten. Dann hält der Manticore wenigstens ein bisschen mehr aus. Wir fressen dann halt etwas ins Gesicht, obwohl das ist zu gefährlich, das kann ich nicht riskieren. Wir gehen da erstmal rein. Ich will keinen Schaden im Gesicht fressen, aber dann ist der Manticore ja schon wieder fast tot. Na gut, wir machen es so. Bisschen was halte ich ja wohl noch aus. In der nächsten Runde kann ich dann die listige Verbündete spielen, dann haben wir da noch ein bisschen Luft. Okay, den können wir töten, wenn nötig. Wäre jetzt wahrscheinlich auch nötig. Wir machen es erstmal so. Durchdringenden Speer machen wir da erstmal. Der ist mir hier gerade zu gefährlich. Obwohl der sowieso nicht so viel machen kann. Aber trotzdem. Nee. Das wäre Verschwendung. Okay, machen wir das so. Ich könnte auch so langsam ein bisschen angreifen. Obwohl, ich baue erstmal die oberste Atromantin auf. Damit könnten wir dann auf jeden Fall den Last Hit machen. Das wäre eigentlich ganz clever. Ich versuche es mal zu Ende zu bringen. Bam, bam ins Gesicht. Er zieht eine Karte, das ist klar. Aber er kann so jetzt noch nicht viel machen. Für den ist durchdringender Speer natürlich viel, viel nützlicher. Aber wir dürften jetzt eigentlich gewonnen haben. Okay. Gehen wir hier erstmal rein. Okay, sehr gut, sehr gut. Wir würden uns darum kümmern. Bam. Okay. Machen wir so. Jawohl, weg damit. Das Schwein ist in Sicherheit, Gott sei Dank. Also habe ich genau das perfekte Deck eigentlich ausgesucht dafür. Ah! Für jede Individualität gewappnet. Idu. Okay, so. Reißen wir es wieder zusammen. Beschützer der Unschuldigen. Zwei Magicka, 3-2 Prophezeiung Wächter. Wie geil. Der ist gut. Dunkler Wächter. Wenn dein Gegner durch eine zerstörte Rune eine Prophezeiung zieht, ziehe eine Karte. Naja, die andere war irgendwie besser. Ja, so bin ich. Der Retter in der Not. Okay. Dann erstmal ins Verlies. Der Agent fand einen Weg in die Burg, Oder Kanalisation. wenngleich keinen angenehmen. Kanalisationsreihe. Kreatur mit mehr als zwei Gesundheit können hier nicht beschworen werden. Dann, wenn wir hier erstmal. Der Goblin. Wäre eigentlich ganz witzig, ne? Aber der Sur-Assassin ist dann doch besser. Ich will ja auch gewinnen.
Okay, wir kämpfen gegen eine Ratte. Gerade noch gegen so ein waagmäßiges Vieh und jetzt eine Ratte. Kanalisationsrohr, ja. Mit mehr als zwei Gesundheit kann da nicht beschworen werden. Sowas wäre natürlich hier ganz gut. Boah, wir bekommen jetzt nur die hohen Viecher. Och, Menno. Okay, wir können leider nichts tun. Zum Gruß, Herr Bürger. Ein wilder Skewa. Das sieht echt schlecht aus. Ja, ich meine, das kriegen wir noch hin, aber schon blöd. Und der Schlachterfischschwarm ist jetzt halt auch die absolute Verschwendung. Okay, eine Verschwendung ist es nicht, für den jedenfalls nicht. Oh, das sieht richtig schlecht aus. Aber hier ist es ja... Das ist natürlich clever, ne? Und haben wir hier die Schattenreihe, ne? Dann müssen wir quasi mit der königlichen Weise rein, weil die anderen würden den hier einfach töten. Okay, sie hat ja... Ja. Das hat sich dann erledigt. Okay, machen wir es so. Sieht halt jetzt sehr, sehr schlecht aus. Okay, wir können dann den Dünenpirscher benutzen, um die hier rüber zu bringen und den hier zu töten. Sieht aber echt sehr, sehr schlecht aus. Okay, Blitz. Safety first, Leute. Okay. So, wir können den Dünenschmuggler benutzen. Was Verschwendung für die Karte wäre. Wir können den also hier rüberbringen und dahingehend angreifen. Der bringt ja nicht viel. Wir müssen aber auf jeden Fall Sachen machen. Geld oder Leben. Also den hier muss ich auf jeden Fall wegbekommen. Der macht doch ein bisschen zu viel Schaden für meinen Geschmack. Okay. Und die Harpier. Vielleicht noch nicht ganz nötig. Drei Schaden könnten wir noch fressen. Ich warte lieber auf ein großes Monster. Und spiele hier den Dolchsturzmagier. Sieht halt jetzt echt schlecht aus. Okay. Sowas muss auf jeden Fall gefesselt werden. So, wir könnten dann das Buch ihm hier geben. Und dann fesseln. Damit würde er wenigstens überleben. Das hört sich nach einem Plan an. Wir machen das so hier. Dann rein da. Haben jetzt das Buch gezogen, können ihm den Folianten der Veränderung geben. Und können hier reingehen, ohne dass unsere Kreatur stirbt. Die kreischende königliche Harpie. Die kreischende Harpie ist jetzt sehr, sehr praktisch. Nehmen jetzt 3, 6, 9. Okay, eine können wir auf jeden Fall noch ziehen. Was wir brauchen, ist Verteidigung. Sehr gut. So. Wenn ich falle, holt mich der Hengst zu sich. Schon wieder so einer.
Okay, den können wir aber fesseln. Den können wir sogar töten. Nimm mal sowas hier. Moment. Ich gehe erstmal hier. Wir wollen ja nichts überstürzen. Da hätten wir aber auch warten können. Moment. Die kreischende Harpier benutze ich, um den hier zu fesseln. Könnte dann die königliche Weise spielen. Könnte ich nicht. Die ist eigentlich scheißegal, weil ich habe ja sowieso nicht mehr Gesundheit als der. Okay, ist egal. Direkt mal verworfen. Was ich auf jeden Fall spielen muss, ist die kreischende Harpie. Okay, was heißt muss? Ich könnte auch den Blitz benutzen. Wäre halt eben Verschwendung. Machen wir es so. Gehen hier rein. Müssen jetzt mal gucken, dass wir da die Kontrolle bekommen. Und auf jeden Fall mehr Verteidigung aufbauen. Wenn der damit in den Sturmangriff Kreaturen kommt, wird das heftig. So, Klippenläufer. Ach ja, stimmt, ich kann ihn da nicht spielen. Oh, das ist so nervig. Okay, Krampffester Verräter auch nicht. Königliche Weise kann ich halt einfach raushauen, die wäre egal. Hier kann ich, falls er irgendwas Gefährliches spielt, auch nochmal mit dem rüber switchen. Dafür muss der da aber sterben. Okay. Dann rein da. Und damit die königliche Weise jetzt gar nichts bringt. Da kann ich halt auch nichts machen. Bienenschmuggler bringt auch nichts. Okay, das war auf jeden Fall nicht das richtige Deck. Für sowas. Okay, lassen wir es einfach mal drauf ankommen. So viele Karten hat er jetzt nicht mehr. Okay, da kommt er nicht durch. Was ich natürlich machen kann, ist jetzt mit ihr, das ist ganz, ganz wichtig, ein neues Leben zu bekommen. Okay, dafür müssen wir aber andere Sachen machen. Also ich gehe hier erstmal rein. Dann werde ich etwas in dieser Reihe eine Verteidigung geben. Und dann kommt er da nämlich nicht mehr durch. Ich überlege gerade, was. Ich könnte auch den Klippenläufer spielen, dann auf die andere Seite switchen und den hier töten. Aber eine Verteidigung wäre natürlich viel, viel wichtiger. Okay, was möchten wir als Verteidigung? Dann einfach die königliche Weise. Dann hätten wir die als Verteidigung und könnten Königin Marentia spielen. Und wenn wir die Sache dann noch überleben, dann können wir durch sie ganz viel Leben bekommen. Machen wir auf jeden Fall so. Okay, sieht gerade ganz okay aus. Ich würde es interessieren, ob ich jetzt von hier auf hier switchen kann. Also ich kann es nicht beschwören, aber switchen bestimmt. Wir können es mal mit dem Dünenschmuggler probieren. Ich hoffe, das ist jetzt keine Verschwendung. Komm schon. Jawollo. So, dann können wir hier reingehen. Bam. Und müssen wohl oder übel. Ne, müssen nicht. Ja, wir müssen die halt hier opfern, weil den Blitzen würde ich mir gerne doch noch aufsparen.
Dann mache ich lieber sowas hier. Okay, jetzt müssen wir quasi nur durchhalten. Denn er zieht immer nur eine Karte. Und die können wir immer wieder wegräumen. Das ist schon ganz gut. Und wir bekommen immer wieder Leben. So. Wir müssen da reingehen. Jawohl. Zieht eine Karte nach, aber das können wir schon irgendwie aushalten. So, den Hausgenossen mal lieber links. Ist ja eine unserer wenigen zwei Lebenkarte. Wir haben jetzt sowieso so viel Leben, dass wir uns nicht mehr so viel Sorgen machen müssen. Ich werde nicht angreifen ins Gesicht, sonst zieht er ja noch mehr nach. Die spielen wir dann auch links. Und spielen rechts lieber ein bisschen was Gefährliches. Wenn ich jetzt den wilden Bestienrufer spiele, dann ist ja hier kein Platz mehr. Also wird eins links beschworen, könnte ich mir vorstellen. Machen wir das doch mal. Genau, der Leitwolf, jawohl. Andere verbündete Wölfe erhalten. Okay, das ist ja wurscht. Okay, gut. So, und wir haben eigentlich auch schon fast mehr Leben als er. Er macht das Board wieder voll. Okay. So, was wir jetzt gleich tun können, ist auf jeden Fall die königliche Weise spielen. Gehen hier aber erstmal rein. Wir können noch einen wilden Bestienrufer spielen. Können dadurch noch eine Karte, noch eine Kreatur bekommen, sagen wir es mal so. Jawohl, sogar eine gute. Und spielen jetzt die königliche Weise. Müsste dafür aber eine opfern. Ist das etwas, was wir tun wollen? Ja. Die können da sowieso reingehen, bla bla bla. Sollen sie auch. Deswegen werde ich die offenlegen. Okay, die opfere ich. Wächter, Schutzzauber, durchbrechen. Wächter, tödlich. Wächter, okay. Das ist doch schon mal ganz praktisch. Ja, ist eigentlich wurscht. Machen wir so. Okay, dann können wir hier auch reingehen. So, dann ist die Sache für den fast gelaufen. Also am Anfang habe ich gedacht, das schaffen wir nicht. Aber jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja, ich würde sagen, bringen wir es zu Ende, ne? Bam. Da hat die Olle uns absolut gerettet. Also ohne die sehen wir alt aus, würden wir alt aussehen, aber hallo. Aber gut, so ist es. Mal gucken, was wir bekommen. Bestimmt einen wilden Skeva. Ich hab's gewusst. Skeva-Befall. Beschwöre einen Skeva in jeder Reihe, dessen Macht und Gesundheit der Menge an Skeva-Befall entsprechen, die du in diesem Spiel ausgespielt hast. Mische zwei Exemplare von Skeva-Befall in dein Deck. Das ist halt der pure Agro. Ja, dann haben wir es ja eigentlich fast geschafft. Nur noch ein Spielchen.
Leute, längere Folge, machen wir das noch? Ein Assassine. Ich weiß nicht, wie ihr hier hereingekommen seid, aber ich bin gut vorbereitet. Ich weiß alles über die Verschwörung. Deshalb waren die Stadttore für die Korsaren geöffnet. Sie werden meine Feinde vernichten. Und meine Wachen werden euch töten. Alle Karten des Königs haben Prophezeiung. Oha. Okay. Alle Karten des Königs haben Prophezeiung. Müssen wir handeln können, wa? Ich mach den schnell weg. Das brauchen wir da zu lang. Prophezeiung hinterher. Sei vorsichtig, wenn du seine Majestät angreifst. Ja, ja. Okay, Dünenschmuggler. Du bist vielleicht am Anfang noch nicht so gut. Die Königin Barentia lassen wir mal. Ungolem. Ich habe eine Ersatzklinge in meinem Stiefel. Okay. Ja, spielen wir dann doch gleich mal hier links. Nehmen ein paar Assassinen in die Hand, ich meine ins Deck. Mehr könnt ihr nicht. Wie lauten eure Absichten? Der immer fortvogt. Oh yeah. Okay, mach mal so. Und dann mach mal so. Okay, wir könnten Schlachterfischschwarm spielen, wenn wir jetzt unseren Magikerring einsetzen. Oder Grammfeste Verräter. Oder wir könnten halt die Königin Marentia spielen. Brynia. Barentia. Ich glaube, die sind verwandt. Wir wissen alles. Wir müssen da halt reingehen, ne? Okay, bam. Macht ihm halt jetzt nicht so viel aus, leider. Wir könnten aber die Königin Marentia spielen. Was auch nicht schlecht wäre, weil wir ihm dann eiskalt mal ein bisschen Wächter geben. Dann muss er da reingehen. Und wir könnten in der nächsten Runde 6 Schaden machen. Indem wir da reingehen. Und das ist eigentlich ganz gut. So, dann bekommen wir hier nämlich ein bisschen Leben zurück. So, er wird hier natürlich reingehen. Aber ich habe sie absichtlich so ein bisschen zum Fraß vorgeworfen. Ich könnte hier auch wieder Magiker einsetzen, um den Hausgenossen und den Kramfeste Verräter gleichzeitig aufs Board zu bekommen. Oder eben den Schlachterfischschwarm auf jeder Seite. Machen wir es lieber mal on Körper. Obwohl wir so echt viel Schaden machen könnten. Aber so machen wir auch ganz gut Schaden. Okay. Ich denke mal, den lassen wir mal ein bisschen machen. Soll er mal machen. So, da gehen wir rein. Wir müssen hier Aggro verteilen. Nein. Okay, der wird echt gefährlich, aber den können wir mit dem Blitz auslöschen. Den hätte ich doch lieber links gespielt, weil ich meine nicht so schnell gewesen. Weil den hätte ich dann mit ihr ganz easy auslöschen müssen können. Tss, was?
Okay. Aber wir könnten ja noch einen von den Kreaturen zum Switchen ziehen. Oder den Schlachterfischschwarm. Natürlich auch gut. Okay. Oh, da kommen wir nicht durch. Ja. Machen wir so. Dann machen wir das so. Und dann gehen wir rein. Der mit seinen ganzen Prophezeiungen. Okay. 8 Schaden zu fressen ist natürlich heftig. Aber wir könnten das auf jeden Fall riskieren. Mit dem Schlachterfischschwarm, dunklen Hausgenossen. Oder wir spielen die wilde Bestie links. Gucken einfach mal, was er macht. Bleiben wir halt wenigstens so ein bisschen on curve. Der hier wird auf jeden Fall sterben. Und dem hier kommt er nicht so leicht vorbei. Wir haben ja noch genug Leben, deswegen will ich jetzt nicht mit dem Blitz um mich werfen. Den Schlachterfischschwarm könnte ich natürlich auch spielen. Hätte dann auf jeder Seite ein bisschen was. Bevor ich den wilden Bestienrufer spiele. Obwohl, wir machen das so. Da wird auf jeden Fall reingehen. Hätte ich mir vielleicht lieber mal aufgespart. Aber irgendwie nehme ich den Gegner nicht so ganz ernst, muss ich sagen. Der geht da rein. Geht fallig da rein. Okay. Gut, dann lassen wir ihn doch mal machen. So, was wir machen werden, ist das hier. Dann können wir ihn gratis töten. Hier baut er fleißig auf. Aber okay, das soll uns jetzt mal nichts ausmachen. Wir werden hier nämlich dezent mal reingehen, bekommen das olle Buch. Wenn jetzt mit dem Buch Sachen machen. Können die hier nämlich dann auslöschen. Der wird dann ein bisschen überleben. Machen wir es mal so. Machen wir mal so. Gehen wir hier rein. Hier können wir mehrfach angreifen. Bam. Oh, shit. Shit. Hat er genau die richtige Karte bekommen. Okay. Das ist halt unglaublich unnötig, wenn ich es jetzt hier rein tue. Denn er wird die einfach so töten und das sehe ich nicht ein. Okay, dann den Hausgenossen. Der gibt uns dann sowieso noch ein bisschen Leben zurück. Wobei ich sowieso nicht vermute, dass er ins Gesicht geht. Er will natürlich eher sowas hier machen. Okay, was wir jetzt machen können, ist einen Tatzcut zu spielen. Damit wird der Typi sowieso weg. Wobei wir uns natürlich auch hier einfach verteidigen könnten. Oder sowieso nicht durchkommt. Das wäre auch nicht schlecht. Aber was ich jetzt machen werde, ist erstmal angreifen. Um zu gucken, was er da noch für Prophezeiungen bekommt. Mein Freund hier möchte Hallo sagen. Weil wir könnten ihn wahrscheinlich sogar schon töten. Denn geh rein, bekomm Leben. Er verliert Leben und wir brauchen einfach nur noch den Blitz zu spielen. Jawohl. Okay, war berechtigt, dass ich den nicht so ganz ernst genommen habe, diesen König. Ich bin der König. Ich bin König Parynia. Okay, weg damit. Mal gucken, was wir bekommen. Legendary in the house. Sprecher Terenos. Nachdem du eine Aktion ausgespielt hast, nimm eine zufällige Aktion auf die Hand. Okay. Ja, der ist so mittelgut. Weil wenn du mit 10 Magikern einen Typen raushaust, dann wirst du in der ersten Runde selten
irgendwas haben, außer du hast ganz viele Nuller-Karten. Die musst du dir natürlich bis zu diesem Zeitpunkt aufsparen. Ja, es wäre möglich. Es wäre auf jeden Fall ganz gut möglich. Wartet, überstürzen wir nichts. Mittlerweile haben die Korsaren die getötet, die euch angeheuert haben. Verschont mich, dann steche ich mit ihnen in See und überlasse meiner Tochter den Thron. Bitte, ich flehe euch an. Okay, was würde passieren? Beim letzten Mal hatte ich hier doch eine Wahl. Moment. Mittlerweile haben die Korsaren die getötet, die euch angeheuert haben. Verschont mich, da steche ich mit ihnen in See und überlasse meiner Tochter den Thron. Bitte, ich flehe euch an. Es ist noch nie gut ausgegangen, jemanden wie so jemanden am Leben zu lassen. Töten. Weg damit. Die Verbrechen des Königs waren schwer und der Agent nicht gnädig. Er beendete die Herrschaft des Regenten. Die Korsaren hatten Wegesruhn niedergebrannt und als der Agent den Auftrag ausgeführt hatte, hatten sie die Freistadt der Bruderschaft vernichtet und alle getötet. Der Agent reiste nach Falkenring, da er von einer weiteren Freistadt dort wusste. Episodenbelohnung. Der Königsmörder. Du hast den König von Wegesruhe ermordet. Ja, das bin ich. Okay, wir haben es geschafft. Leute, nur noch Falkenring. Dafür brauche ich mehr Gold. Oh, das wird ganz lange dauern, bis wir das gespielt haben. Wir könnten es auf Meister noch spielen. Episode 1. In die Schatten Meister. Interessant. Interessant, Leute. Ich denke mal, wir stellen uns der ganzen Meistergeschichte in den nächsten Folgen. Aber erst, wenn ich ein paar neue Decks gemacht habe. Denn ich bin die Decks gerade selbst ein bisschen leid. Okay, Leute, danke fürs Zusehen. Schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer LineTube.